Ja. Das ist doch düst. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der sudanesischen Provinz Darfur kämpfen seit 2003 Milizen und die Regierungstruppen um die Macht in einem blutigen Bürgerkrieg, und ein Frieden ist nicht in Sicht. Die Bundesregierung will nun den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Militärmission UNAMID zum 5. Mal verlängern. Konkret geht es um den Einsatz von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten. Und derzeit befinden sich im Hauptquartier von UNAMID in El Fascher 4 deutsche Soldaten, 5 Polizisten und 2 zivile Experten. Dieser Einsatz hat bisher schon über 2 Millionen Euro gekostet. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Militär unter dem gemeinsamen Kommando von UN und Afrikanischer Union sollte laut der UN-Resolution die humanitäre Hilfe absichern, die Zivilbevölkerung schützen, Waffenstillstände überwachen, ein sicheres Umfeld für den Wirtschaftsaufbau schaffen und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fördern. Und da müssen wir fragen, was wurde denn davon bisher erreicht? Bei keinem dieser Ziele gibt es substanzielle Fortschritte, und zum Teil widersprechen sie sich sogar. Zum Beispiel die humanitäre Hilfe. Jeder 7. Mensch in Darfur hat nicht genug zu essen. 2 Millionen Kinder sind unterernährt. Und der Hunger ist zur Waffe geworden. Denn Waffenstillstände kommen nicht zustande, weil man sich nicht über die gerechte Verteilung der Hilfslieferungen einigen kann. Und so werden auch die humanitären Helfer regelmäßig selbst zum Ziel von Übergriffen. Verhandlungen zwischen Regierung und dem Oppositionsbündnis Sudan Call wurden im August wegen genau 2 Streitpunkten abgebrochen. Da ging es um die Freilassung von Kriegsgefangenen und um den Überwachungsmechanismus für die humanitäre Hilfe. Auch die Zivilbevölkerung wird immer wieder brutal angegriffen. Amnesty International berichtet von mindestens 32 Angriffen der sudanesischen Regierungsarmee gegen die Zivilbevölkerung in diesem Jahr. Dabei kamen wahrscheinlich auch Chemiewaffen zum Einsatz, zuletzt am 9. September. Dabei starben 200 bis 250 Menschen. Und Hunderte litten danach an Erbrechen und Durchfall und Hautausschlägen. Aber UNAMID kann die Zivilbevölkerung nicht vor solchen Verbrechen beschützen, denn UNAMID muss mit der Regierungsarmee kooperieren. Unter solchen Umständen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu reden, das verbietet sich. Und was mich besonders aufregt, ist, dass die Bundesregierung nun auch noch mit dem verbrecherischen Regime im Sudan bei der Flüchtlingsabwehr kooperiert. Unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit will die Europäische Union jetzt Kameras, Scanner und Server zur Erfassung von Flüchtlingen und Migranten an die sudanesische Regierung liefern. Sie will Grenzschützer ausbilden und 2 Flüchtlingslager mit Hafträumen errichten. Sie statten also den Diktator Omar al-Bashir und ähnliche Sympathieträger mit Repressionsmitteln aus, die sie problemlos auch gegen die eigene Bevölkerung verwenden können. Und für diese Aggression gegen Flüchtlinge aus Afrika gibt Deutschland fast 16 Millionen Euro aus. Das ist ein skandalöser Angriff auf die Menschenrechte, auf die Grundfreiheiten und die Rechtsstaatlichkeit. Und da zeigt sich, dass dieser Einsatz ein weiteres Beispiel ist für eine verfehlte Außenpolitik. Sie benutzen das Militär, um das Scheitern ihrer Politik zu überdecken. Und wenn man dann von Schutz der Zivilbevölkerung, von Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit spricht, das ist einfach Heuchelei. Denn dieser Konflikt ist wie viele andere mit militärischen Mitteln nicht beizulegen. Militäreinsätze wie dieser schaffen keinen Frieden. Sie führen in eine Sackgasse. Und deswegen sagt die Linke Ihnen, kehren Sie um. Für die SPD spricht der Kollege Dirk Vöbel.